When I practice breathing in and out like that, I stop all my thinking. Wenn ich so ein- und ausatmen übe, dann bleibt mein ganzes Denken stehen. And my in-breath and out-breath become the only object of my attention. Und mein Einatmen und mein Ausatmen wird zum einzigen Objekt meiner Aufmerksamkeit. It is like I embrace my breathing with my attention. Es ist so, als würde ich meine Atem mit meiner Aufmerksamkeit verschmelzen. The way you would embrace your baby into your arms with a lot of care and love. Ich umarme meine Atmung, so wie man jemanden mit großer Zärtlichkeit und großer Liebe umarmt. When you embrace your child with all your attention and just embracing your child and not doing anything else, including thinking and worrying, you might get a lot of pleasure. Wenn man sein Kind umarmt und dabei nur sein Kind umarmt und nicht all seine Sorgen und Aufregungen, dann kann man dadurch eine Menge Freude erfahren. The fact that you are there alive, embracing your baby who is there and who is alive, is already a miracle, and you are touching that miracle in the present moment. Die Tatsache, dass Sie da sind, lebendig, und wirklich Ihr kleines Baby umarmen, ist bereits ein Wunder, was im Hier und Jetzt geschieht. And touching the miracle of being alive can already bring you a lot of joy and happiness. Und wenn Sie das Wunder, lebendig zu sein, berühren, dann erfahren Sie eine Menge Freude und viel Glück. In my tradition, we call that kind of practice of breathing mindfully, mindfulness of breathing. In meiner Tradition nennt man diese Übung, achtsam beim Atem zu sein, achtsames Atmen. When you breathe mindfully, and if you only pay attention to your breathing, and then a miracle will happen. Wenn Sie achtsam atmen und wirklich bei Ihrem Atem sind, ganz und gar, dann wird ein Wunder geschehen. Suddenly your body and your mind come together in unity. Plötzlich kommen Körper und Geist wieder zu einer Einheit zusammen. And you begin to experience what we call the oneness of body and mind. Und Sie beginnen das zu spüren, was wir das Einssein, die Einheit von Körper und Geist nennen. In our daily life, our mind and our body are rarely together. In unserem Alltag sind Körper und Geist nur sehr selten zusammen. Our body might be here, but our mind elsewhere, maybe in the past, maybe in the future, maybe preoccupied by projects or worries. Unser Körper mag wohl da sein, aber unser Geist ist meist irgendwo anders, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, mit Sorgen oder Projekten befasst. Mindful breathing is like a bridge that connects body and mind and make you available to life in the present moment. Achtsamkeit ist wie eine Brücke, die Körper und Geist verbindet und einen für den gegenwärtigen Moment verfügbar macht. Suppose my left hand is my body and my right hand is my mind. Nehmen Sie an, meine linke Hand wäre mein Körper und meine rechte mein Geist.
And suppose this sheet of paper is my breathing. Und nehmen Sie an, das Blatt Papier sei meine Atmung. The moment when I begin to pay attention to my breathing and breathe in and out deeply, my mind and my body will come together. Der Augenblick, wo ich auf meine Atmung zu achten beginne und tief und bewusst ein- und ausatme, kommen Körper und Geist zusammen. So, mindful breathing can help you to produce your true presence in the here and the now. Achtsames Atmen also kann Ihnen helfen, Ihre authentische Präsenz, Ihre wahre Präsenz im Hier und Jetzt zu gründen. And since you are truly in the here and in the now, you can touch life much more deeply. Und wenn Sie wirklich im Hier und Jetzt sind, dann können Sie das Leben viel tiefer berühren. The Buddha said that the past is already gone. The future is not yet there. There is only one moment for you to live. That is the present moment. Der Buddha hat gesagt, die Vergangenheit ist bereits vorbei. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. Es gibt nur einen einzigen Moment, in dem man leben kann, und das ist der gegenwärtige Augenblick. Your appointment with life is in the present moment. If you miss the present moment, you miss your appointment with life. Ihre Verabredung mit dem Leben ist im gegenwärtigen Moment. Wenn Sie den gegenwärtigen Moment verpassen, dann verpassen Sie Ihre Verabredung mit dem Leben. There is a strong energy in us, the habit energy, that tend to draw us away from the present moment. We tend to go back to the past. We tend to venture into the future in order to live, abandon the present moment. Es gibt eine starke Energie in uns, die uns immer wieder vom gegenwärtigen Moment abzieht. Die Energie unserer Gewohnheitsmuster, die uns entweder über die Vergangenheit nachsinnen lässt oder in die Zukunft hineingrübeln lässt. Eine Kraft, die immer und immer wieder uns vom gegenwärtigen Moment abzieht. In my practice center, every time we hear the bell, we are reminded to go back to our breathing, to breathe in and out and smile and restore ourselves in the present moment. In meiner Tradition, in unserer Praxis, ist es der Ruf der Glocke. Wann immer wir die Glocke hören, werden wir daran erinnert, in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren, unseren Atem wiederzufinden, achtsam ein- und auszuatmen und uns wieder in der Gegenwart zu gründen. The smiling goes very often with the breathing. Breathing and smiling is a sign that you are there. You know that you are alive and you enjoy the present moment of your daily life. Und atmen und lächeln gehen wunderbar zusammen. Das Lächeln ist ein Zeichen dafür, dass man wirklich da ist, achtsam ein- und ausatmet und sich bewusst ist, dass man lebt und im gegenwärtigen Moment ist. If we practice well, all our thinking is stopped. To think is much less than to be. Wenn wir so richtig achtsam atmen, dann hört unser Denken auf. Und zu denken ist viel weniger als zu sein. I think, therefore, I'm not there. Richtig müsste es heißen, ich denke, daher bin ich nicht da. And therefore, it is essential that we learn how to stop the thinking and to begin to be really with life in the here and the now. Darum ist es so wichtig, dass wir es lernen, unser Denken zum Stillstand zu bringen und wirklich im Hier, im Jetzt lebendig zu werden. Let us enjoy breathing together a few times with the bell.
wollen wir uns gemeinsam der Art des Atems erfreuen mit dem Klang der Glocke. The French novelist Albert Camus spoke of le moment de conscience. It is very much mindfulness. Der französische Autor Albert Camus hat einen Begriff geprägt, der sehr stark auf sich auf die Achtsamkeit bezieht. If you are not there, if you are not aware that you are alive, you are like a dead person. Wenn man nicht da ist, wenn man sich nicht seines Atems bewusst ist, dann ist man wie diese Person, die Camus erfunden hat. He described a person in his novel, The Stranger, as a living, as a dead person. Er hat nämlich eine seiner Figuren in seinem Roman Der Fremde als einen lebenden Leichnam bezeichnet. If we observe people around us, walking, running, doing things, we will find out that many of them are living not as alive persons, but as dead persons because they are not aware that they are alive. Wenn wir uns umschauen und die Menschen anschauen, wie sie gehen, was sie tun, dann werden wir feststellen, dass viele tatsächlich eher lebenden Leichnamen gleichen als lebendigen Menschen. Denn sie sind sich nicht bewusst, sie haben kein Gewahrsein für das, was sie wirklich tun. The practice of Buddhist meditation is first of all the practice of going back to being alive, producing your true presence in the here and the now, and touch life deeply in that moment. Die Praxis der buddhistischen Meditation ist es, sich wieder zum Leben zu erwecken, die Energie der Achtsamkeit zu erwecken und den gegenwärtigen Moment, das Hier und Jetzt, zutiefst zu berühren. There are many ways of practicing mindfulness so that you will become alive again. Und es gibt viele Möglichkeiten, Achtsamkeit zu praktizieren, um wieder lebendig zu werden. Sitting, for instance, is a practice in order to produce your true presence. So ist zum Beispiel das Sitzen eine Übung, die wahre Präsenz erzeugt. And that presence has a high quality, because by practicing sitting meditation, your presence will be describe it as stable, solid, free. Und diese Übung, dieses Sitzen, hat eine hohe Qualität. Denn durch diese Übung, durch dieses Sitzen, wird die Gegenwart, wird die Präsenz stabil, fest und frei. So when I practice sitting meditation, I practice so that I become alive, I become solid, I become free while sitting. So wenn ich also Sitzpraxis übe, dann übe ich, um lebendig zu werden, um solide und fest gegründet zu sein und um in meinem Sitzen frei zu sein. There is a practice called walking meditation. You make peaceful steps, and you enjoy every step you make, because during the practice of walking, you touch the wonders of life. Und es gibt eine andere Praxis, die Übung der Gehmeditation. In dieser Übung macht man friedvolle Schritte und genießt jeden dieser Schritte, weil man im Gehen mit jedem Schritt die Wunder des Lebens berührt. And when you practice having lunch with your community, you also practice being there in order to enjoy deeply
the food and the community of brothers and sisters who are there. Und wenn man zum Beispiel Mittagessen übt in der Gemeinschaft, dann wird man ganz achtsam und bewusst das Essen berühren und man wird die Gegenwart der Brüder und Schwestern wahrnehmen, die mit einem essen. And if you don't talk during the community meal, not because you are forbidden to talk, but because you know that talking will prevent yourself to be really there in a very eloquent way. Und wenn man dann schweigt während eines solchen Mahles, dann nicht, weil einem das Reden verboten wäre, sondern weil man weiß, dass wenn man reden würde, man nicht auf die bestmögliche und auf die tiefste Art und Weise in diesem Augenblick wäre und wahrnehmen könnte. The silence you practice is not the kind of oppressive silence that you usually see in many cases. This silence is very pleasant, is very deep, very alive and very eloquent. Das Schweigen, was man dort übt, ist nicht diese Art unterdrücktes Schweigen, was wir oft und in vielen Fällen erleben. Es ist ein sehr freudvolles, ein sehr freies Schweigen. Ein Schweigen, was man sehr genießt und ein Schweigen, das sehr beredt ist. And during the practice of sitting, walking, eating, drinking tea, you produce a kind of energy that is called mindfulness. Und wenn man auf diese Art und Weise bewusst sitzt, bewusst geht, bewusst Tee trinkt, dann erzeugt man in sich eine Energie, die wir Achtsamkeit nennen. The energy of mindfulness is the energy that allowed us to be aware of what is going on in the present moment. Die Energie der Achtsamkeit ist die Energie, die es uns ermöglicht, uns bewusst zu sein, was in uns und um uns herum vorgeht im gegenwärtigen Augenblick. If you are not really there, 100% of yourself, you could miss many things. You would not be aware of what is going on in the present moment. Wenn man nicht da ist, nicht 100% man selbst, dann kann man unglaublich viele Dinge übersehen, die im gegenwärtigen Moment stattfinden. Practicing mindfulness is like lighting up a lamp, and the light allows you to observe and to see what is going on. Die Achtsamkeit in sich zu wecken gleicht dem Entzünden eines hellen Lichts, und in diesem Licht ist man in der Lage, sehr genau zu sehen, was im gegenwärtigen Moment passiert. The energy of mindfulness helps you to recognize what is there in order to touch it deeply. Die Energie der Achtsamkeit erlaubt es Ihnen, genau zu sehen, was da ist, um es dann tief berühren zu können. Suppose we are a group of people standing there and contemplating cherry blossoms. Stellen Sie sich vor, wir wären eine Gruppe von Menschen, die draußen stehen und die Kirschblüten bewundern. If someone in the group is preoccupied with the future or the past, if he is lost in his thinking and his worries, he is not really there. Therefore, the beautiful cherry blossoms are not for him. Wenn ein Mitglied dieser Gruppe in der Vergangenheit grübelt oder mit Projekten der Zukunft beschäftigt ist, wenn er sich in seinen Sorgen und Befürchtungen verloren hat, dann sind die wunderbaren Kirschblüten nicht für diesen Menschen. In order for the cherry blossoms to be for you, you have to really be there as a free person. Damit die wunderbaren Kirschblüten für Sie sein können, müssen Sie da sein, als freier Mensch. So mindfulness has the capacity of liberating you from your worries, your anxieties, helping you to be there. Achtsamkeit hat die Kraft,
sie von ihren Befürchtungen und von ihren Sorgen und Ängsten zu befreien, und sie hilft ihnen, wirklich da zu sein. Mindfulness helps you to touch the wonders of life that are present in you and around you. Achtsamkeit hilft ihnen, die Wunder des Lebens zu berühren, die jederzeit in ihnen und um sie herum vorhanden sind. When you breathe in and out deeply, for instance, and pay attention to your eyes, you will discover that your eyes is among the wonders of life that are present in yourself. Wenn Sie achtsam ein- und ausatmen und dabei Ihre Augen berühren, dann wissen Sie, dass Ihre Augen zu den Wundern gehören, die bereits in Ihnen vorhanden sind. The practice might be very simple. Breathing in, I'm aware of my eyes. Breathing out, I smile to my eyes. Die Übung ist vielleicht ganz einfach. Einatmend bin ich mir meiner Augen bewusst. Ausatmend lächle ich meinen Augen zu. Touching your eyes like that with the energy of mindfulness may help you to see that your eyes, still in good conditions, are one of the basic conditions for your well-being and happiness. Wenn Sie auf diese Art und Weise achtsam Ihre Augen berühren, dann werden Sie merken, dass die Tatsache, dass Ihre Augen noch in einem guten Zustand sind, eine der Grundlagen für Ihr Wohlergehen und für Glück und für Ihr Glück ist. It's wonderful to have eyes still in good condition. Es ist so wunderbar, Augen zu haben, die noch in einem guten Zustand sind. You need only to open them in order to touch all the wonderful colors and forms available around you. Man muss sie nur öffnen und man kann all die wunderbaren Farben und Formen berühren, die einen umgeben. We live in a paradise of colors and forms, and if we do not have mindfulness, we will not be able to enjoy the paradise that is already available to us in the here and in the now. Wir leben im Paradies der Farben und der Formen. Und wenn es uns nicht gelingt, unsere Achtsamkeit zu haben und im gegenwärtigen Moment zu sein, dann können wir nicht in diesem Paradies leben, was ja im Hier und Jetzt bereits verfügbar ist. Those of us who have become blind suffer, and what they wish, what they desire the most, is to recover their eyesight so that can be brought back into the paradise of forms and colors again. Diejenigen unter uns, die erblindet sind, wünschen sich nicht sehnlicher als ihr Augenlicht zurückzugewinnen und so wieder ins Paradies der Farben und Formen zurückkehren zu können. So it is our energy of mindfulness that rescue our eyes, that help us to see that we have one basic condition for our happiness, and suddenly we become happy. Es ist also unsere Achtsamkeit, die uns erkennen lässt, dass wir Augen haben, die noch in guter Verfassung sind. Wir erkennen, dass das einer der Grundlagen für unser Wohlergehen ist, und plötzlich werden wir glücklich. And when you touch your heart with mindfulness, you'll be happy to find out your heart still functions normally. Und wenn Sie Ihr Herz mit dieser Achtsamkeit berühren, dann werden Sie vielleicht glücklich sein, herauszufinden, dass Ihr Herz noch gut funktioniert. Many of us just want to have a normal heart, and they would exchange anything for that precious thing. So viele von uns wünschen sich nicht sehnlicher, als ein gut funktionierendes Herz zu haben, und sie würden alles dafür eintauschen.
We may find out while touching our heart that we have not been very kind to our heart. Und wenn wir unser Herz so berühren, werden wir vielleicht auch herausfinden, dass wir unserem Herz nicht immer sehr freundlich begegnet sind. While our heart is working hard day and night to preserve our well-being, we have been very neglectful. We eat, we drink, we live in such a way that has given our heart a lot of hardship. Während unser Herz Tag und Nacht unermüdlich dafür arbeitet, dass es uns gut geht, ist also die Grundlage für unser Wohlergehen ist, haben wir das dem Herzen nicht auf besonders gute Art vergolten meist. Wir essen, wir trinken, wir leben auf eine Art und Weise, die es unserem Herzen immer wieder sehr schwer macht. Mindfulness allowed us to see that every time we light a cigarette and smoke, we commit an unfriendly act towards our heart. Achtsamkeit lässt uns erkennen, dass jedes Mal, wenn wir eine Zigarette anzünden, wir damit einen unfreundlichen Akt gegenüber unserem Herzen begehen. And that energy of mindfulness helps us to become compassionate to our heart. And we will vow to eat, to drink, and to live in such a way that we can preserve the well-being of our heart. Und diese Achtsamkeit, diese Einsicht, wird es uns helfen, tiefes Mitgefühl mit unserem Herzen zu empfinden. Und wenn wir das tun, dann kehren wir zurück zu einer Art zu essen, zu trinken und unser Leben zu leben, die gut ist für unser Herz. Touching our heart with mindfulness, we identify another basic condition for our well-being and happiness. Wenn wir unser Herz mit dieser Achtsamkeit berühren, dann finden wir damit eine andere Grundlage für unser Wohlergehen und für unser Glück. If we look deeply into the nature of mindfulness, we will see that not only mindfulness is the capacity of being aware of what is going on, but in mindfulness there is also the potential energy of love and compassion. Die Energie der Achtsamkeit ist nicht nur die Fähigkeit und die Kraft zu erkennen, was im gegenwärtigen Moment vor sich geht, sondern wenn wir tief hinschauen, dann werden wir feststellen, dass in der Achtsamkeit auch das Potenzial für Liebe und für Mitgefühl liegt. In a holy scripture transmitted down by the Buddha, we receive the teaching how to touch the 36 components of our body with mindfulness so that we will make peace with them again. In den heiligen Lehren, die uns vom Buddha überliefert wurden, werden wir gelehrt, wie wir die 36 Komponenten unseres Körpers so berühren können, mit einer solchen Achtsamkeit, dass wir wieder Frieden und Wohlbefinden und Glück in uns herstellen. It takes about half an hour in the lying position in order to touch all the organs and parts of our body from top to bottom and embrace them with mindfulness and loving kindness. Es dauert gar nicht allzu lange, wenn wir in dieser Art von Praxis alle die Anteile unseres Körpers berühren, von unserem Scheitel bis herunter zu unseren Füßen, wenn wir sie berühren mit Achtsamkeit und mit der Energie liebevoller Güte. So it is like going to a scanner in order using the light of mindfulness in order to recognize every part of your body and to embrace it with love. Wir gehen also durch unseren Körper durch. Wir benutzen das Licht unserer Achtsamkeit, um durch unseren ganzen Körper zu gehen und jeden Teil unseres Körpers
mit Achtsamkeit und mit liebevoller Güte zu umarmen. In our daily life, we do not bring much love, understanding and peace to our body. In fact, we ingest and introduce many elements of war into our body. In unserem Alltag gehen wir mit unserem Körper nicht besonders liebevoll und nicht besonders mitfühlend um. Tatsächlich nehmen wir viele Elemente des Krieges in uns auf. We believe that we love our body, but maybe we declare war with our body several times a day. Wir behaupten, unseren Körper zu lieben, aber in Wirklichkeit erklären wir unserem Körper den Krieg, und zwar immer wieder über den ganzen Tag. Mindfulness of eating, of drinking, is a way to stop making war to our body and to begin restoring peace within our body. Achtsamkeit in Essen und Trinken heißt, endlich aufzuhören, mit unserem Körper Krieg zu führen und Frieden und Freundlichkeit in unserem Körper wiederherzustellen. In our daily life, not only we bring war into our body by the way of consuming, we also bring war into our self by the consuming of other items, including books, magazines, televisions, and even conversations. In unserem Alltag vergiften wir unseren Körper nicht nur durch die Art dessen, was wir essen und was wir trinken, sondern wir nehmen auch Giftstoffe durch andere Dinge auf, einschließlich Büchern, Illustrierten, Fernsehprogrammen und sogar Gesprächen. When you read a magazine or when you watch a television program, you may be ingesting toxins and poisons into the domain of your feelings, perceptions, consciousness. Wenn Sie ein Illustrierte lesen, wenn Sie ein Fernsehprogramm anschauen, dann ist es sehr gut möglich, dass Sie Giftstoffe in Ihre Wahrnehmung, Ihre Gefühle und Ihr Bewusstsein aufnehmen. The pain, the war, the conflicts within ourself have been started by us, by the way we consume. Und der Unfrieden, der Krieg, der in uns stattfindet, ist angefangen durch unsere unachtsame Art des Umgehens mit Konsumgütern. If we suffer now of a depression, for instance, it is because in the past many years or many months, we have been consuming things without mindfulness. Wenn wir heute zum Beispiel eine Depression erleben, dann ist der Grund dafür, dass wir in der Vergangenheit viele Jahre oder wenigstens viele Monate Dinge ohne Achtsamkeit in uns aufgenommen haben. The Buddha said, what has come to be? He means the pain, the suffering. What has come to be has been fed by many kinds of nutrients. Der Buddha hat gesagt, was immer erscheint, in diesem Fall wären es Schmerzen und Leiden, was immer also erscheint, muss genährt werden von verschiedensten Nährstoffen. Everything survives by food, your pain, your depression, also. Alles überlebt nur durch Nahrung. Das gleiche gilt auch für Schmerz und für Depression. The Buddha said, what has come to be, if you look deeply into it, and if you can find out what kind of nutrients you have been feeding it, you are already on the path of liberation. Der Buddha hat gesagt, was immer auch entsteht, wenn du tief hineinschaust und herausfindest, welche Nährstoffe es am Leben erhalten und es zum Leben gebracht haben,
Wenn du das erkennst, dann bist du schon auf dem Weg, davon frei zu werden. So the elements for war that we have brought in to our consciousness are the food that have created the conflict, the suffering, the pain, the despair within us. Die kriegerischen Elemente in uns, die wir durch unsere Wahrnehmung, durch unser Bewusstsein aufgenommen haben, sind die Nährstoffe, die den Schmerz, das Leiden und die Verzweiflung in uns am Leben erhalten. We have the feeling that there is a war inside us. And that is why it's not pleasant to go home into ourselves. And in our daily life, we try to avoid ourselves by more consumption. Wir alle haben das Gefühl immer wieder, dass ein Krieg in uns stattfindet. Deswegen haben wir Angst davor, heimzukehren, und wir versuchen uns abzulenken, davon heimzukehren, durch alle möglichen Maßnahmen den ganzen Tag über. We know that the war is there within us, but we do not have the courage to go home and try to restore peace. Instead, we try to run away from the real situation and cover up our suffering by consuming, whether watching television, or reading novels, or having a dancing party. All these are just to avoid the real problem. Wir wissen, dass wir heimkehren müssten, aber wir haben Angst davor, heimzukehren und den Frieden in uns wiederherzustellen. Und deswegen versuchen wir alles Mögliche, um uns abzulenken. Wir versuchen, unser Leiden zu betäuben durch Fernsehprogramme, durch allen möglichen Konsum. Alles das sind Versuche, uns nicht stellen zu müssen, unser Leiden zu verdecken und nicht heimzukehren. And out there in the supermarkets, including the control supermarkets, they provide us with everything to help us running away from our territory. Und in den Supermärkten und in allen Verkaufsstellen werden wir endlos mit Dingen versorgt, die uns helfen sollen, nicht in unser eigenes Hoheitsgebiet zurückzukehren. According to the teaching of Buddhism, the human person is made of five elements, namely body, feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. Gemäß den buddhistischen Lehren besteht ein Mensch aus fünf Aspekten, dem Körper, den Gefühlen, den Wahrnehmungen, geistigen Bildekräften und dem Bewusstsein. And these five elements constitute our territory, our kingdom. In fact, each of us is a king or a queen ruling over our kingdom of the five elements. Und diese fünf Elemente bilden sozusagen unser Königreich. Tatsächlich ist jede einzelne von uns ein König oder ein König, eine Königin, die über dieses Herrschaftsgebiet der fünf Elemente herrscht. But it does not seem that we are a very responsible king or queen, because knowing that there is disorder within our kingdom, there is war and conflict with our kingdom, we always try to run away from our territory. Es scheint aber so, als seien wir nicht besonders verantwortungsbewusste Könige und Königinnen. Denn wir wissen ganz genau, dass in unserem Herrschaftsgebiet Krieg herrscht, dass die Dinge nicht in Ordnung sind. Aber statt uns darum zu kümmern, versuchen wir immer aus unserem eigenen Herrschaftsgebiet zu flüchten. It is exactly like when we have a family that is not happy, we try not to go home. We try to spend time in the liquor shop, in the dancing hall and something like that. Das ist fast genauso, wie wenn wir in einer Familie nicht glücklich sind.
wenn die Familie nicht harmonisch ist, dass wir alles tun, um nicht lange Zeit in dieser Familie verweilen zu müssen. Wir tun alles, um nicht heimgehen zu müssen. Wir verbringen unsere Zeit in der Kneipe oder in der Diskothek oder was auch immer. It is understandable that we feel reluctant to go home. We don't want to do so, because we know that every time we go home, we have to touch the suffering and the war inside. Und es ist verständlich, dass wir nicht heimgehen wollen, weil wir ja ganz genau wissen, dass jedes Mal, wenn wir heimgehen, dann kommen wir nicht umhin, diese Elemente des Krieges, diese Elemente des Leides zu berühren. Wir können nicht dran vorbei. The practice of Buddhist meditation help us to have a kind of instrument that with it we can go home without fear. Die buddhistische Meditation aber, die gibt uns nun ein Werkzeug, das es uns gestattet, heimzukehren und keine Angst haben zu müssen. And that instrument is the energy of mindfulness. Und das wird bewirkt durch die Energie der Achtsamkeit. Buddhist meditation is first of all the cultivation of the energy of mindfulness in our daily life. Buddhistische Meditation ist vor allem anderen die Integration der Achtsamkeit in unseren Alltag. If you know how to practice mindful walking, mindful eating, mindful breathing, mindful sitting in about a few weeks, you may have enough energy of mindfulness to go home and restore the peace in you without being afraid of being submerged in the ocean of suffering inside. Wenn Sie achtsames Atmen, achtsames Gehen, achtsames Essen, ja, achtsames Leben wirklich üben, dann kann nach ein paar Wochen aufrichtigen Übens Ihre Energie so stark sein, dass Sie nun genug Kraft und genug Furchtlosigkeit haben, heimzukehren, ohne Angst haben zu müssen, im Ozean des Leidens zu ertrinken. Now, reading books on Buddhism, listening to talks like this, will not be enough. We have to undergo some kind of training in order to be able to do the work of returning to ourselves. Aber das Lesen von buddhistischen Büchern oder das Anhören eines Vortrags wie diesem wird nicht ausreichen. Wir müssen tatsächlich selber üben, um diese Energie der Achtsamkeit in uns zu erzeugen und die Kraft zu finden, heimzukehren. We usually have retreats or workshops of 5 days, 1 week, 3 weeks, 3 months, in order to offer the opportunity for people who want to train themselves in the art of mindful living, so that one day they will have enough energy, courage, and loving kindness to go home to themselves and restore the peace that they desperately need. Wir veranstalten immer wieder Retreats oder Arbeitsgelegenheiten über 5 Tage, über 3 Wochen, bis hin zu 3 Monaten, in denen Menschen kommen können, die Energie der Achtsamkeit in sich entwickeln können und die Möglichkeit finden, in dieser Zeit genug Achtsamkeit, genug liebevolle Güte, genug Mitgefühl, genug innere Kraft zu entwickeln, dass sie dann heimgehen können, zu sich selber heimgehen können und in ihrem Königreich den Frieden und die Ordnung wiederherstellen. Of course, it is possible that we learn the practice of mindfulness by reading books and listening to Dhamma talks. And we can succeed somehow in cultivating the energy of mindfulness. But to be in a community of practice, we call it in a sangha, and practicing with other people, walking mindfully, breathing mindfully, eating mindfully, sitting mindfully, it would be, I think, 100 times easier than to practice alone.
Natürlich können wir die reinen Praktiken, die Techniken der Achtsamkeit auch aus Büchern lernen, in Vorträgen erfahren. Und wenn wir sie denn wirklich anwenden, mögen wir auch gewisse Erfolge mit dieser Übung haben. Aber wenn wir tatsächlich in einer Gemeinschaft, in einer übenden Gemeinschaft, das, was wir Sangha nennen, gemeinsam mit anderen atmen, gehen, sitzen und leben, üben in Achtsamkeit, dann möchte ich sagen, dieses Üben in der Gemeinschaft ist mindestens 100-mal leichter, als wenn man es alleine macht. I would like to offer you a few easy practices, so that you may like to try today and tomorrow exercise on the practice of mindfulness. Und ich möchte gerne für Sie die Praxis so einfach wie möglich zu machen, damit Sie heute und morgen vielleicht wirklich die Praxis der Achtsamkeit üben. The first practice is the practice of being really there for the people you love. Die erste Übung, die erste dieser einfachen Übungen, ist die Praxis, wirklich da zu sein für die Menschen, die wir lieben. You know that the greatest gift you can offer to the person you love is your true presence. Sie wissen, dass das größte Geschenk, was Sie dem geliebten Menschen machen können, ist Ihre wahre Präsenz. If the person you love is so busy, he or she cannot be with you at all, and then the love is quite vague, abstract, it's not real at all. Wenn der Mensch, den Sie am meisten lieben, immer so beschäftigt ist und keine Zeit für Sie hat, dann können Sie sich nicht begegnen und er kann nicht für Sie da sein. Und diese Liebe ist eher vage, ist eher abstrakt, ist keine wahre Liebe. For me to love means to be there for the person you love. Für mich bedeutet, wahrhaft zu lieben, für den Menschen da zu sein, den man liebt. There was a little boy who was asked by his father as what kind of present he would like to have on his birthday. The boy did not know how to answer because he did not need anything except his father. Es war einmal ein kleiner Junge, der von seinem Vater gefragt wurde, was er sich denn zu seinem Geburtstag am meisten wünsche. Und diesem kleinen Jungen fiel keine Antwort ein, weil er eigentlich nichts brauchte, außer seinen Vater. His father is a very rich businessman. He can afford to buy anything the little boy wants. But what he cannot offer to his boy is his presence. He's too busy. Der Vater war ein sehr reicher Geschäftsmann, der es sich leisten konnte, seinem kleinen Sohn alles zu kaufen, was er sich nur wünschen mochte. Aber was er ihm nicht geben konnte, war seine Präsenz. Dazu war er zu beschäftigt. The practice is for the father to breathe in and out several times in order to be really there. And then he would go and sit near to his boy, looking deeply into his eyes and say, "Darling, I am really here for you." Die Übung für diesen Vater wäre es, einige Male tief ein- und auszuatmen, zu sich zu kommen und dann zu seinem Sohn zu gehen, sich seinem kleinen Jungen gegenüberzusetzen, ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, "Liebling, ich bin wirklich da für dich." And tonight you may like to try. You practice walking mindfully for 1 or 2 minutes. You practice breathing in and out mindfully for a few minutes so that you be really there. You come to him and to her, looking at him, at her, and pronounce the magic words, "Darling, I'm here for you." Vielleicht möchten Sie das heute Abend probieren. Sie gehen einige Minuten achtsam, dann einige weitere Minuten atmen Sie achtsam ein und aus, um wirklich bei sich zu sein. Und dann gehen Sie zu dem geliebten Menschen und sagen zu ihm oder ihr,
die Zauberformel. Liebling, ich bin wirklich da für dich. In Tantric Buddhism, the words you pronounce in the state of perfect concentration, mind, body and speech together, is called a mantra. Im tantrischen Buddhismus werden die Worte, die wir in vollkommener Konzentration sprechen, das heißt in einem Zustand, in dem Körper, Sprache und Geist eins sind, solche Worte nennen wir Mantra. And if you succeed in bringing your body and mind together in unity, in a very concentrated mood, and if you pronounce these words to the person you love, and that this word will become a powerful mantra. Und wenn es Ihnen gelingt, durch Achtsamkeit Körper und Geist wirklich zu einer Einheit zu machen, wirklich authentisch präsent zu sein, wirklich ganz und gar im Hier und Jetzt zu sein, dann wird diese Formel, die Sie sagen, zu einem Mantra. The first miracle of mindfulness is to be there. The second miracle that mindfulness can bring is the capacity to recognize the other. Das erste Wunder, das die Achtsamkeit vollbringen kann, ist zu sein. Das zweite Wunder, das die Achtsamkeit vollbringen kann, ist den anderen zu erkennen. The other may be the full moon, the cherry blossoms, or the person you love. Und der andere kann der volle Mond sein, es können die Kirschblüten sein, oder der Mensch, den Sie lieben. If you are not there, how can you recognize the other? Wenn Sie nicht da sind, wie können Sie dann den anderen erkennen? When you are loved by someone, when you love someone, and that someone, if that someone does not seem to recognize your presence, you don't feel that you are really being loved. Wenn Sie geliebt werden, oder wenn Sie jemanden lieben, und der andere anerkennt nicht Ihre Präsenz, wie können Sie sich da geliebt fühlen? So if you claim to be a true lover, you have to practice producing your true presence, and you go to him or to her and pronounce the second mantra. Wenn Sie also ein wahrhaft liebender Mensch sein wollen, dann müssen Sie die Achtsamkeit in sich wecken, müssen zum geliebten Menschen gehen und das zweite Mantra sprechen. Darling, I know you are there. And I'm very happy. Sie müssen sagen, Liebling, ich weiß, dass du da bist. Und darüber bin ich sehr glücklich. If you are really concentrated, if you are really yourself, I'm sure that the magic formula will make the other person very happy. Und wenn Sie wirklich konzentriert sind, wenn Sie ganz und gar bei sich sind, dann bin ich sicher, dass Ihre magischen Worte den anderen Menschen sehr glücklich machen werden. She will be very happy. She will bloom like a flower because she is embraced by your mindfulness, your love, your capacity to recognize her presence. Sie wird so glücklich sein. Sie wird erblühen wie eine Blume. Denn sie wird umarmt von ihrer Achtsamkeit, von ihrer Liebe, von ihrer Präsenz. Dear friends, you have seen that Buddhist meditation is not as difficult as you have thought. Liebe Freundinnen und Freunde, Sie werden mittlerweile gemerkt haben, dass buddhistische Meditation durchaus nicht so schwierig ist, wie Sie vielleicht geglaubt hatten. It may be very pleasant. And it may bring happiness to you and to the other person very quickly. Sie kann wunderschön sein, sehr freudvoll, und sie kann Ihnen und Ihren geliebten Menschen sehr glücklich, kann Sie und Ihren geliebten Menschen sehr glücklich machen. With the energy of mindfulness, you touch the wonders of life around you, and they will reveal themselves to you in their entirety. Mit der Energie der Achtsamkeit
berühren sie die Dinge um sich herum und diese Dinge enthüllen sich ihnen in ihrer Gesamtheit. And if you get lost in forgetfulness, which is the opposite of mindfulness, and then all the wonders of life are not for you at all. Wenn sie sich aber verlieren in Vergesslichkeit, in Ablenkung, was das Gegenteil von Achtsamkeit ist, dann sind all diese Wunder des Lebens nicht für sie. But what about the pain, the suffering and the war? What can mindfulness do in order to reduce the amount of suffering we feel within ourselves and around us? Was aber nun mit dem Schmerzen, mit dem Leid, mit dem Krieg? Was kann Achtsamkeit tun und helfen, um diesen gewaltigen Schmerz, das gewaltige Leiden in uns und um uns herum zu lindern? The practice of mindfulness is also the practice of holding your pain, your suffering, your anger within the arms of mindfulness and transform that energy of suffering into some more positive energy. Denn die Praxis der Achtsamkeit ist auch die Übung, ihre Schmerzen, ihr Leiden, ihren Zorn in den Armen der Achtsamkeit zärtlich zu umarmen und diese schmerzhafte, negative, zerstörerische Energie in den Armen der Achtsamkeit zu verwandeln in etwas anderes, in etwas Heilsameres, in etwas Positiveres. When you feel that you are overwhelmed by despair or anger or frustration, you suffer so much. You don't want that anger, that fear, that suffering to be, but you don't know how to handle the situation. Wenn Sie das Gefühl haben von Zorn, von Verzweiflung, von Schmerz überwältigt zu werden, dann leiden Sie so sehr. Sie wollen auf keinen Fall überwältigt werden von diesen schmerzhaften Gefühlen, aber Sie haben keine Ahnung, wie Sie es anstellen sollen. According to Buddhist meditation, you have no right to suppress, to fight against that energy of fear, of anger, of despair, because if you try to suppress them, you suppress yourself. Nach den Lehren des Buddha dürfen Sie eins auf keinen Fall tun, nämlich diese Energie des Zorns, diese Energie der Angst, diese Energie der Verzweiflung unterdrücken. When you feel that you are overwhelmed by despair or anger or frustration, you suffer so much. You don't want that anger, that fear, that suffering to be, but you don't know how to handle the situation. Wenn Sie das Gefühl haben von Zorn, von Verzweiflung, von Schmerz überwältigt zu werden, dann leiden Sie so sehr. Sie wollen auf keinen Fall überwältigt werden von diesen schmerzhaften Gefühlen, aber Sie haben keine Ahnung, wie Sie es anstellen sollen. According to Buddhist meditation, you have no right to suppress, to fight against that energy of fear, of anger, of despair, because if you try to suppress them, you suppress yourself. Nach den Lehren des Buddha dürfen Sie eins auf keinen Fall tun, nämlich diese Energie des Zorns, diese Energie der Angst, diese Energie der Verzweiflung unterdrücken. Denn wenn Sie diese Gefühle unterdrücken, dann unterdrücken Sie sich selbst. The Buddha advises us to generate the energy of mindfulness. And with that energy of mindfulness, we embrace very dearly and with compassion the energy of anger and despair and fear in us. Der Buddha hat uns geraten, die Energie der Achtsamkeit in uns zu wecken. Und mit dieser Energie der Achtsamkeit dann all diese Gefühle des Zorns, der Angst, der Verzweiflung ganz zärtlich und wirklich liebevoll zu umarmen. It is dangerous to leave the energy of anger alone. Es ist sehr gefährlich, die Energie des Zorns einfach allein zu lassen.
It is very dangerous to leave the energy of despair alone. Es ist genauso gefährlich, die Energie der Verzweiflung auf sich selbst, bei sich selbst zu lassen. Because that kind of energy can bring us to our destruction. Denn diese Energie, würde man sich nicht um sie kümmern, würde schließlich zu unserer Zerstörung führen. When you are overwhelmed by a negative energy like that, you should touch the seat of mindfulness in you. You practice in such a way that the energy of mindfulness will be generated in order to take care of the energy of anger or fear. Wenn Sie diese Energie in sich spüren, die Energie des Zorns, die Energie der Verzweiflung, die Energie des Leidens, dann erzeugen Sie die Energie der Achtsamkeit. Sie berühren die Achtsamkeit in sich und die Achtsamkeit wird sich um die Energie ihres Zorns, ihrer Verzweiflung und ihres Leidens kümmern. But if you don't train yourself in the practice of mindful walking, mindful breathing, mindful sitting, and then when the moment comes, you don't have enough energy of mindfulness to take care of your pain, your despair. Aber wenn Sie nicht vorher geübt haben, wenn Sie Ihre Achtsamkeit nicht entwickelt haben, durch die Übung des achtsamen Atmens, des achtsamen Gehens, des achtsamen Sitzens, wenn Sie das nicht getan haben und dann der Moment kommt, wo Zorn und Verzweiflung entsteht, dann wird die Kraft Ihrer Achtsamkeit nicht ausreichen, dass sie sich wirklich um diese negativen Gefühle kümmern kann. When the energy of mindfulness is there, taking care of the energy of fear or anger, although the suffering is still there, but you are safe. Wenn Ihre Achtsamkeit allerdings stark genug ist, um sich um die Energie des Zorns, der Angst, der Verzweiflung zu kümmern, dann heißt das nicht, dass dieses Leiden augenblicklich verschwindet. Aber die Energie der Achtsamkeit stellt sicher, dass sie sicher sind. In the Buddhist circle, we speak of mindfulness as the energy of the Buddha. In buddhistischen Kreisen sagen wir, Achtsamkeit ist die Energie des Buddha. Because mindfulness carries within herself the energy of understanding and compassion. Denn Achtsamkeit beinhaltet in sich die Energie des Verstehens und des Mitfühlens. And when the energy of mindfulness is embracing your pain, you are safe because the Buddha is there to protect you. Und wenn die Energie ihrer Achtsamkeit ihr Leiden umarmt, dann sind sie sicher, denn der Buddha kümmert sich ums Leiden. Speaking in terms of Christianity, I think mindfulness is equivalent. The energy of mindfulness is equivalent to the kind of energy that may be called the Holy Spirit. Wenn wir in christlichen Begriffen sprechen, dann glaube ich, kann man sagen, dass die Energie der Achtsamkeit dem Heiligen Geist entspricht. I have met Catholic monks, and many of them have agreed with me that the Holy Spirit is the energy of God. Ich habe viele katholische und christliche Praktizierende und Priester getroffen, und viele von ihnen stimmen mit mir darin überein, zu sagen, der Heilige Geist ist die Energie Gottes. We all have the capacity to recognize the presence of the Holy Spirit when it is there. Wir alle haben die Fähigkeit, die Anwesenheit des Heiligen Geistes zu erkennen, wenn sie da ist. And that is the energy of attention, of understanding, of loving. Es ist nämlich die Energie der Aufmerksamkeit, die Energie des Verstehens und die Energie der Liebe. If you define the Holy Spirit as the energy of awareness, acceptance, understanding and love, and then you can say that energy is equivalent to the energy called mindfulness.
Und wenn Sie den Heiligen Geist entdecken, in der Energie des Gewahrseins, des Verstehens und des liebevollen Annehmens, dann haben Sie gleichzeitig auch die Energie der Achtsamkeit entdeckt. The difference between the two traditions maybe lies in the fact that in the Buddhist tradition there's so many teachings that help us, that tell us how to generate the energy of mindfulness. Der Unterschied in diesen beiden Traditionen liegt vielleicht hauptsächlich darin, dass wir im Buddhismus so unzählig viele Lehren und Methoden haben, die uns zeigen, wie wir diese Energie der Achtsamkeit in uns wecken können. Plenty of instructions have been given in Buddhism in order for you to succeed in walking meditation, sitting meditation, breathing, eating, so that mindfulness be the daily energy that can nourish you and heal you from your pain. Im Buddhismus, in der langen Entwicklung des Buddhismus, haben sich unzählige Methoden entwickelt, die Ihnen helfen können, auf Ihre Art und Weise achtsames Atmen, achtsames Gehen, achtsames Sitzen zu entwickeln und so die Kraft der Achtsamkeit in sich zu wecken, in sich zu stärken und sicherzustellen, dass es die Achtsamkeit ist, die all Ihre Schwierigkeiten, all Ihr Leiden transformieren kann und Sie heilen. If you are able to hold your pain, say your anger, in 20 minutes with your mindfulness, there will be a transformation already in the heart of the energy of anger. Wenn es Ihnen gelingt, wenn Ihre Achtsamkeit stark genug ist, dass Sie die Energie Ihres Zorns für, sagen wir, 20 Minuten in den Armen Ihrer Achtsamkeit einfach halten können, dann kann man garantieren, dass in dieser Zeit sich im Herzen dieser negativen Energie bereits eine Veränderung vollzieht. In the practice of Buddhist meditation, you have to look upon your pain as yourself. In der Praxis der buddhistischen Meditation ist es wesentlich, dass Sie Ihren Schmerz als Teil von sich, als sich selbst entdecken. So using the energy of mindfulness, which is also yourself, to take good care of the energy of pain, is practice on the ground of non-dualism. Und indem Sie die Achtsamkeit benutzen, die ja auch Sie selbst sind, indem Sie also die Achtsamkeit sich um den Zorn und um das Leiden kümmern, das auch Sie selbst sind, praktizieren Sie bereits Nicht-Dualität. When the baby cries, the mother would stop walking in the kitchen and go into the baby's room and pick it up and hold it dearly in her two arms. Wenn das Baby schreit, dann hört die Mutter mit ihrer Arbeit in der Küche auf, geht in das Zimmer ihres Kindes, nimmt es auf und hält es zärtlich im Arm. That is exactly what we should do when we feel the energy of pain, of anger, of fear arising in us. Genau das ist es, was wir tun sollten, wenn wir die Energie des Zorns, die Energie der Angst, die Energie des Schmerzes in uns spüren. The mother is the energy of mindfulness. Die Mutter steht hier für die Energie der Achtsamkeit. The mother does not know yet what is the real reason for the baby to cry, but she just pick it up and hold the baby dearly into her arms. Die Mutter weiß noch nicht, warum das Baby schreit. Sie nimmt es einfach hoch und hält es zärtlich und liebevoll im Arm. And during the first two or three minutes, the energy of the tenderness and love and care of the mother has already begun to penetrate in the body of the baby, and the baby already get a relief. It may stop to cry already. Und während dieser ersten zwei, drei Minuten, wo sie es nur im Arm hält, geht die Energie von Aufmerksamkeit, zärtlicher Fürsorge und Liebe von der Mutter in das Kind über, und das Kind verspürt schon Linderung und hört vielleicht schon auf zu schreien.
In the beginning, when we practice breathing mindfully and hold our anger dearly with the energy of mindfulness, we don't know exactly what is the nature of our anger yet, but our anger has already got a release. Und so ist es auch, wenn wir die Energie unseres Zorns in den zärtlichen Armen unserer Achtsamkeit halten, dann wissen wir noch nicht, was die Ursache dieses Zorns ist, was dieser Zorn uns sagen will. Aber durch dieses zärtliche Umarmen des Zorns löst er sich schon etwas. Es gibt schon eine erste Linderung. Because during the 3 minutes of practice, the energy of mindfulness is penetrating into the energy of anger all the time. Denn während dieser ersten Augenblicke unserer Übung dringt die Energie der Achtsamkeit die ganze Zeit in die Energie des Zornes ein. In the morning, when the sun began to shine on the tulips fountains, the tulips have not opened themselves yet, but the sunshine continued to penetrate photon by photon into the flower. Am Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Tulpen treffen, dann sind die Tulpen noch verschlossen. Aber die Sonne scheint einfach weiter auf die Tulpen und die Energie der Sonne fängt langsam an, in die Tulpen einzudringen. And at one point, when the energy of sunshine is enough, the flower will open herself and show her heart to the sky. Und an einem Moment, wenn die Energie der Sonne lange genug gewirkt hat, dann öffnet sich die Blüte der Tulpe einfach und sie zeigt ihr Herz dem Himmel. If the mother continues to hold the baby for a few minutes, she will be able to find out what is wrong with the baby. Und wenn die Mutter ihr Baby für einige Minuten zärtlich hält, dann wird sie entdecken, was mit dem Kind nicht stimmt. The baby may have a slight fever, or she may be hungry, or the diapers may be too tight, and when the mother finds it out, it's very easy for her to solve the problem. Vielleicht hat das Baby ein leichtes Fieber, vielleicht ist es nur Hunger, oder die Windeln sind einfach zu eng. Und wenn dann die Mutter herausfindet, was das Kind hat, dann ist es ihr ein leichtes, ihm Erleichterung zu verschaffen und die Ursache abzustellen. In the beginning of our practice of holding our fear and anger, we don't know exactly the nature of our suffering yet, but we can already produce a transformation inside. We get a relief, and if we continue to do so, we'll be able to see, to look and see deeply into the nature of our pain, and that kind of insight will transform our suffering and will liberate us. Wenn wir die Energie unseres Leidens mit unserer Achtsamkeit begegnen und dieses Leid mit der Achtsamkeit umfassen, dann wissen wir am Anfang auch noch nicht, was die Ursache dieses Leidens ist. Aber alleine dieses Umfassen und Umarmen wird schon für eine erste Linderung sorgen. Und wenn wir dann dranbleiben mit unserer Achtsamkeit und weiterschauen und tiefer schauen, dann wird sich früher oder später, werden wir eine Einsicht, ein Verständnis gewinnen. Und diese Einsicht wird uns die Natur dieses Leidens ganz genau enthüllen. Mindfulness has the capacity to calm, to soothe, to help us to look deeply, to help us to understand, and finally to liberate us from the pain. Achtsamkeit hat die Kraft, geschwind zu kommen, zu lindern. Sie hilft uns, tief zu schauen, Einsicht und Verständnis zu gewinnen. Und schließlich ist es die Energie, die uns befreit. If you have a teacher, or if you have a friend, a brother or a sister that has had experience on the practice, you will find out very soon that this is not so difficult a practice. You can do it.
wenn man Kontakt zu einem Lehrer oder zu einer Lehrerin hat, wenn man Brüder oder Schwestern, Freundinnen und Freunde, Menschen kennt, die schon ein bisschen erfahren in dieser Übung sind, dann wird man sehr schnell merken, dass diese Übung so schwer nicht zu tun ist. Jeder kann sie machen. The energy of mindfulness will help restore the peace inside to transform les ordures, transform the garbage into flowers again. Die Energie, die Kraft der Achtsamkeit hilft uns, den inneren Frieden wieder zu gewinnen, und sie hilft uns, den Abfall wieder in Blumen zu verwandeln. We do have flowers and garbage in us at the same time. Wir alle haben gleichzeitig Blumen und Abfall in uns. But we should possess the knowledge how to transform the garbage back into flower. Wir brauchen aber, wir müssen die Kunst kennen, den Abfall wieder in Blumen zu verwandeln. If you are an organic gardener, you know how to keep the garbage and transform it back into flowers. You don't have to throw away anything. Wenn man eine Gärtnerin, ein Gärtner ist, der organischen Gartenbau betreibt, dann ist einem der Abfall wertvoll. Man wird ihn bewahren, man wird ihn zu Kompost verändern und man wird ihn brauchen, um Blumen zu züchten. Und man wird nichts mehr wegschmeißen müssen. So if you have suffered, don't be afraid of suffering. You might need that suffering in order to have to transform it into the compost that will be needed for the flower of peace and happiness. Wenn Sie also leiden, dann haben Sie keine Angst vor dem Leiden. Verabscheuen Sie das Leiden nicht. Genau dieses Leiden ist es, was Sie brauchen werden, um es in Kompost zu verwandeln und mit Hilfe dieses Kompostes die Blume des inneren Friedens wieder zum Erblühen zu bringen. I have witnesses. I have witnessed so many times the fact that the energy of anger be transformed into the energy of understanding and love. Ich bin Zeuge. Ich habe so viele Begebenheiten, so viele Menschen gesehen, wo die Energie des Zorns verwandelt wurde in die Energie des Verstehens und damit der Liebe. And when we are able to restore the harmony and the peace inside, it would be easy to succeed in reconciling with other people and with society. Und wenn wir in uns selber Harmonie und Frieden wiederhergestellt haben, dann wird es ein leichtes sein, zu Versöhnung mit anderen zu kommen und auch zur Versöhnung in dieser Gesellschaft beizutragen. It is exactly with the energy of mindfulness that you can practice deep looking and deep listening. Es ist diese Praxis der Achtsamkeit, die es einem ermöglicht, tiefes Hinschauen und tiefes Lauschen, tiefes Zuhören zu üben. If we are in conflict with another person or with society, that is because we have not been able to relate to that person, to communicate with that person. Wenn wir in einem Konflikt leben mit einem anderen Menschen oder mit der Gesellschaft, dann ist der Grund dafür, dass es uns nicht gelungen ist, eine richtige Beziehung zu diesem Menschen, eine richtige Beziehung zu dieser Gesellschaft aufzubauen. Peace with another nation, peace with another person requires us to the capacity of deep listening and loving speech. Um Frieden mit einer anderen Nation zu schließen und ebenso um Frieden mit nur einem anderen Menschen zu schließen, dazu braucht es die Fähigkeit, tief hinzuschauen
und genau zuzuhören. If the father and the son suffer, both of them, because they can no longer communicate among themselves, both of them have no capacity to listen and to communicate with loving speech. Wenn ein Vater und ein Sohn leiden, dann wohl oft deswegen, weil sie nicht mehr zusammenkommen können. Ihnen fehlt beide die Fähigkeit, gut zuzuhören, und es fehlt ihnen die Fähigkeit, liebevolle Worte zu gebrauchen, und sie können nicht mehr kommunizieren. If you have enough energy of mindfulness, it would be easy for you to practice deep listening to the other person. Wenn Sie genug Achtsamkeitsenergie in sich haben, dann wird es Ihnen ein leichtes sein, dem anderen Menschen wirklich gründlich und tief zuzuhören. Deep listening is sometimes described as compassionate listening. Dieses tiefe Zuhören nennen wir manchmal auch mitfühlendes Hören. You listen to the other person because you want to relieve him of the suffering he or she has within himself. Sie hören dem anderen sehr genau, sehr sorgfältig zu, denn es ist ihr tiefer Wunsch, das Leiden dieses anderen Menschen lindern zu helfen. When you have a lot of suffering within yourself, and if there is no one around you that is capable of understanding and of listening to you, you feel like a bomb ready to explode at any moment. Wenn Sie selber stark leiden und niemand um sich herum finden, der bereit ist, Ihnen wirklich aufrichtig zuzuhören, dann sind Sie wie eine Bombe, die jeden Moment hochgehen kann. There are people who cannot communicate to anyone in family and society, and they have to go to a psychologist, psychotherapist, in order to have a chance to be listened to. Es gibt in Familien und in dieser Gesellschaft Menschen, die überhaupt nicht mehr sich miteinander verständigen können. Und das führt dazu, dass manche Menschen zu einem Psychotherapeuten gehen müssen, damit ihnen das erste Mal jemand wirklich zuhört. If you really love someone, you have to practice listening to him or to her with compassion, because that is the only way to relieve him or her of the pain, of the suffering inside. Wenn Sie jemanden aufrichtig und wirklich lieben, dann müssen Sie es lernen, diesen Menschen mit Mitgefühl tief zuzuhören, denn es ist die einzige Möglichkeit, das Leiden dieses Menschen zu beseitigen und zu lindern. You are the person who loves him or her the most. If you cannot listen to him with compassion, who will? Sie sind schließlich der Mensch, der den anderen am meisten liebt. Wenn es Ihnen nicht gelingt, Ihrem geliebten Menschen wirklich zuzuhören, ja, wer soll es dann tun? While you practice breathing in and out mindfully, you nourish the awareness that the other person needs a lot of compassion from you, and that is why you are able to listen to him or to her without getting angry. Und wenn Sie dem anderen zuhören, dann atmen Sie mehrmals bewusst ein und aus. Sie erzeugen die Kraft der Achtsamkeit in sich. Denn der andere Mensch braucht Ihre Präsenz. Er braucht Ihr Mitgefühl. Und Sie brauchen die Achtsamkeit, um zuzuhören, einfach zuzuhören, ohne zornig zu werden. You know that the purpose of your listening is to relieve him or her of the suffering inside. That is why you don't need to judge, you don't need to criticize, even if the person is saying the things that do not correspond to the truth. Ihr einzige Absicht, wenn Sie auf diese Art und Weise zuhören, ist, den anderen von seinem Leiden zu befreien. Und deswegen urteilen Sie nicht. Deswegen reagieren Sie nicht. Egal, was der andere auch sagen mag, selbst wenn es nicht der Wahrheit entspricht. He can say, she can say anything. You just practice listening
Because you know that he needs, she needs desperately someone who listens. That is why you nourish compassion in you and you listen. And listening like that for 1 hour might relieve the other person of a lot of suffering. Der andere Mensch kann sagen, was will. Sie urteilen nicht. Sie wissen ganz genau, der andere braucht verzweifelt dringend Mitgefühl. Und deswegen bleiben sie bei sich, achtsam, erzeugen die Kraft des Mitgefühls in sich. Und wenn es ihnen gelingt, über einen längeren Zeitraum diesen Menschen so einfach nur zuzuhören, dann wird ein Großteil seines Leidens bereits erledigt sein. If you are a father and if you have difficulties in communicating with your son, please try this practice. Wenn Sie ein Vater sind und Schwierigkeiten haben, sich mit Ihrem Sohn zu verständigen, dann bitte üben Sie diese Praxis. Train yourself for a few days in the art of mindful breathing and smiling and go to him and try. Üben Sie sich für einige Tage in der Kunst des achtsamen Atmens und des Lächelns und dann gehen Sie zu Ihrem Sohn und versuchen es. You might tell him like this. Vielleicht sagen Sie ihm Folgendes. My son, I know that both of us have suffered a lot in the past. Not only I suffer, but I also know that you have suffered quite a lot. Vielleicht sagen Sie ihm, mein Sohn, in der Vergangenheit haben wir beide sehr gelitten. Nicht nur ich habe gelitten, sondern ich bin mir ganz bewusst und weiß genau, wie sehr auch du gelitten hast. Really, I don't want you to suffer. And I want very much to listen to you with all my heart. I will try my best. Ich möchte wirklich nicht, dass du leidest. Und deswegen möchte ich dir von Herzen zuhören. Ich werde mein Bestes tun, dir zuzuhören. And you try to sit there calm and follow your breathing and listen to everything your son will say. Und sie sitzen da, ruhig, folgen ihrem Atem und versuchen wirklich alles zu hören, was ihr Sohn sagt, mit Ruhe. And if you can keep your compassion alive in you for 1 hour, that will be able to transform the situation. Und wenn Sie die Kraft haben, dieses Mitgefühl für eine Stunde in sich lebendig zu halten und diese eine Stunde so zuzuhören, dann wird das Leiden sich verwandelt haben. And if you hear your son's saying things that are opposite to the truth, you don't say anything. You just listen deeply. Und auch wenn Ihr Sohn Dinge sagen mag, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann sagen Sie nichts. Sie hören einfach nur zu. You will have another opportunity to share with him your insight, your views concerning the problem. But you don't do that until you have succeeded in cultivating the power, the capacity of loving speech. Sie wissen, es wird Gelegenheiten geben, wo Sie mit Ihrem Sohn sprechen können über Ihre Sicht der Dinge, über die Vorstellungen, die Sie dazu haben. Aber Sie halten sich zurück. Sie tun das nicht. Sie warten so lange, bis Sie die Kunst des liebevollen Redens entwickelt haben. Loving speech is the kind of speech that is done only when you are not angry or irritated. Liebevolle Rede ist eine Rede, die man nur dann üben kann, wenn man nicht zornig oder gereizt ist. If you feel the energy of irritation or anger is coming up, please don't say anything. Wenn Sie spüren, dass Gereiztheit oder Zorn in Ihnen aufwallen, dann bitte sagen Sie nichts. My son, shall we do it again another time? I'm not now in a position to continue. I need some practice of walking or breathing. Sie sagen dann, mein Sohn, wir sollten ein andermal darüber reden. Ich fühle mich jetzt nicht in der Lage. Ich brauche erstmal etwas Praxis. Ich muss atmen und gehen. At least your son will see your goodwill. Dann wird Ihr Sohn zumindest Ihren guten Willen erkennen.
And continue to train yourself in the art of mindful speaking, loving speech. Und dann üben Sie sich immer wieder in der Kunst des friedlichen Redens, der liebevollen Rede. Reconciliation is possible only after you have restored communication. Versöhnung ist nur dann möglich, wenn man die Kommunikation wiederhergestellt hat. The conflict between two groups of people or two nations can also be solved in the same way. Und auch ein Konflikt zwischen verschiedenen Gruppierungen von Menschen oder sogar zwischen zwei Nationen kann ausschließlich so gelöst werden. It is very crucial that we train ourselves in the art of deep listening and loving speech. Aus all diesen Gründen ist es absolut wesentlich, dass wir uns in der Kunst des tiefen Zuhörens und der liebevollen Rede üben. It is very crucial that nations learn to speak with loving kindness, with understanding, and to listen with compassion. Es ist auch nötig, dass Nationen lernen, mit liebevoller Güte zu sprechen, dass sie mit Mitgefühl zuhören lernen. Because not only our group need understanding and compassion, the other group also needs compassion and understanding. Denn niemals braucht nur eine Gruppe Verständnis und Mitgefühl. Immer braucht auch die andere Gruppe Verständnis und Mitgefühl. The moment when we are able to show our willingness to understand and to listen, the situation will become easier. Und schon in dem Augenblick, wo wir unsere Bereitschaft signalisieren, zuhören zu wollen und an einer Lösung mitarbeiten zu wollen, wird die Situation leichter. Buddhist meditation can be practiced as individuals, of course. But the practice can be taken up by a city, a nation. Buddhistische Praxis wird natürlich von einzelnen Menschen geübt. Aber diese Übung kann auch von Städten, ja sogar von Nationen aufgenommen werden. And I hope that in the 21st century we'll be able to learn the art to practice meditation as a group, as a city and as a nation. Und ich hoffe, dass es uns im 21. Jahrhundert gelingen wird, Meditation, Achtsamkeit und tiefes Zuhören als Gruppen, als Gesellschaften und als Nationen zu üben. And that is for the sake of peace, peace for us, for our children and their children. Und das muss geschehen, damit Friede möglich wird. Friede für uns, Friede für unsere Kinder und deren Kinder.